Hallo zusammen, hier ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei. Heute habe ich das plakative Thema Vorsorgeanalyse sinnvoll. Meine ganz klare Antwort an dich, ja. Jetzt fragst du dich sicher wieder, warum sagt er schon wieder so etwas ist sinnvoll? Natürlich habe ich dir hierzu die fundierte Analyse und zwar zum Warum habe ich dir eine Antwort. Es geht im Grundsatz immer um gewisse Ereignisse wie Alter, Tod, Krankheit, Unfall, Invalidität, Mutterschaft, die für dich oder für deine Familie, für wenn du verheiratet bist, für deinen Ehepartner, Partnerin, etwas zur Folge haben. Und zwar gehen wir das schnell systematisch durch. Beim Alter betrifft es dich, das heißt, du arbeitest nicht mehr, bist pensioniert, heißt, dein Erwerbseinkommen oder dein Lohn fällt weg. Das heißt, dein Einkommen ist nicht mehr da, es gibt eine Lücke. Das zweite ist beim Tod, so unschön dass das auch ist, wenn jemand aus der Familie stirbt, der Lohn bezogen hat, fehlt er schlussendlich. Das heißt, auch da gibt es wieder eine Lücke. Dasselbe bei Krankheit und Unfall. Wirst du krank, hast du Unfall längerfristig. Einerseits kostet dich das Heilungskosten, also für Krankheit und Unfall. Andererseits aber kannst du dann auch nicht mehr arbeiten. Das heißt, der Lohn wird weniger oder ist gar nicht mehr vorhanden, bis die Sozialversicherungen eingreifen. Und dann auch ein Thema Invalidität, da geht es genau um dasselbe, kommt aber hinzu natürlich noch, vielleicht brauchst du noch Kosten für die Umschulung oder vielleicht kannst du gar nicht mehr arbeiten und bekommst eine Rente. Was hat das dann für Folgen, weil du hast auch keinen Lohn wieder mehr. Und zu guter Letzt, wenn die Familie plant, Mutterschaft auch ein Thema. Die Mutterschaftsversicherung zahlt aktuell 13 Monate. Wenn jetzt aber jemand länger in den Mutterschaftsurlaub gehen möchte oder auch Vaterschaftsurlaub, das ist eigentlich genau dasselbe Thema, nur dort gibt es keine Mutterschaftsentschädigung, gibt es eine Lücke. Und mit dieser Vorsorgeanalyse werden eigentlich aufgezeigt, wie viel wird bezahlt aus dem Drei-Säulen-Prinzip. Das ist mal wichtig, das kennst du vom Video die Sozialversicherung der Schweiz. Einerseits aus der ersten Säule, staatliche Vorsorge, also was zahlt die AHV, IV bei Invalidität. Zweite Säule, berufliche Vorsorge, was zahlt die berufliche Vorsorge, Pensionskasse und Unfallversicherung bei Unfall beispielsweise. Und dritte Säule, was zahlt die private Vorsorge, wenn vorhanden, aus meinen Lebensversicherungen 3a und oder 3b. Dann hast du einen Gesamtüberblick über diese Vorsorgeanalyse. Es gibt ein zweites Video hierzu, wie funktioniert die Vorsorgeanalyse. Ich empfehle dir, das zu schauen. Dann weißt du dann auch, was dich dort wirklich erwartet. In diesem Sinne, hat dir dieses Video gefallen, bitte liken, teilen, feedbacken. Ich freue mich sehr. Sei easyinsurance.ch und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.